Willkommen zurück. Vor uns seht ihr Hauswurz. Hauswurz wurde auch als Donnerwurz, Steinrose, Bart des Jupiter, Hauslaub oder Warzenkraut bezeichnet. Bedeutet immer lebend, aus dem lateinischen Namen Semper Vivum übersetzt. Gilt als Symbol ewigen Lebens und war als typische Götterpflanze dem germanischen Gott Donar geweiht. Die Pflanze gab Schutz vor Blitzschlag und Donner und so befahl schon damals Karl der Große in seiner Landesgüterverordnung, dass jeder Mensch Hauswurz auf dem Dach haben solle, um ihn vor Blitzschäden zu schützen. Auch sollte Hauswurz in die Schornsteine gegeben werden, sodass Hexen und böse Geister vertrieben wurden. Hauswurz wurde zu Pfingsten gesammelt, am Tage, als der Heilige Geist über die Jünger kam. Der Saft dieser Pflanze mache schön und Warzen und Sommersprossen verschwinden. Selbst Hildegard von Bingen gab den Saft ins Ohr geträufelt, um Schwerhörigkeit zu behandeln und Ohrenschmerzen zu vertreiben. Die Heilwirkung ist kühlend, beruhigend, wundheilend, harntreibend, antiviral bei Geschwüren, wirkt bei Gürtelrose, Insektenstichen, Sonnenbrand, Ekzemen, Hühneraugen, Warzen und sogar bei Verbrennungen. Für einen Tee gebt ihr 10 Gramm von den Blättern in 1 Liter heißes, nicht mehr kochendes Wasser. Lasst es 10 Minuten ziehen und im Abstand von 2 Stunden könnt ihr jeweils eine Tasse trinken. Äußerlich angewendet, nehmt ihr einfach ein paar Blätter, schneidet die klein und gebt sie auf die behandelnde Stelle. Noch einen tollen Tag für euch. Bye bye.